Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen gelösten Mordfall aus dem Jahr 2023. Das Opfer war der damals 49-jährige Tino E. Tino E. war geschieden und hatte 3 Jahre vor der Tat eine neue Frau kennengelernt und diese war ebenfalls geschieden und zwischen den beiden entwickelte sich eine intensive Beziehung. Tino E. zog mit der Frau in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Zietzsch, zusammen mit der Tochter der Lebensgefährtin. Das Paar plante, im April 2024, am 50. Geburtstag von Tino E. zu heiraten. Für den Oktober 2023 hatten Tino E., seine Lebensgefährtin und deren Tochter geplant, gemeinsam Urlaub in Ägypten zu machen. Aber bei Tino E. hat es nicht geklappt mit dem Urlaub, so dass er arbeiten musste. Aber er bestand darauf, dass seine Lebensgefährtin und ihre Tochter nicht auf ihre Reise verzichten sollten und deswegen sollten sie ohne ihn reisen. Am Tattag, dem 31.10.2023, war es so geplant, dass Tino seine Frau und seine Stieftochter vom Bahnhof abholt, denn die kehrten wieder aus dem Urlaub zurück. Dieser 31.10. war Reformationstag und in Sachsen-Anhalt ist dies ein Feiertag, also musste Tino nicht arbeiten. Deswegen beschloss Tino dann einen längeren Spaziergang in der Umgebung von Zietzsch zu machen, zusammen mit seinem Labrador Keks. Kurz nach 10 Uhr verließen Tino und sein Hund das Einfamilienhaus am Ortsrand von Zietzsch. Als seine Lebensgefährtin dann später im Zug saß, versuchte sie ihn anzurufen. Aber Tino E. war nicht erreichbar und so wie es aussieht, war er zu diesem Zeitpunkt vermutlich auch schon tot. Dies beunruhigte natürlich die Lebensgefährtin, dass er nicht erreichbar war, denn die beiden haben jeden Tag telefoniert und sich Nachrichten geschrieben. Aber es gab keine Meldung mehr von Tino. Weiterhin war Tino an diesem Tag wohl zu einer Halloween-Party eingeladen und zu der erschien er nicht und da machten sich Bekannte Sorgen. So hat das dann die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Sie suchten das Dorf ab und dann folgte eine schreckliche Entdeckung. Auf einem Feldweg findet ein Mann Tino E. mit schweren Kopfverletzungen auf. Als der Notarzt eintrifft, kann dieser nur noch den Tod des 49-Jährigen feststellen. Neben ihm wachte sein Labrador Keks. Die Polizei wurde natürlich umgehend verständigt und dort dann Spuren gesucht und gesichert. Es wurden mehrere Polizeihunde eingesetzt, um Hinweise auf den Täter oder auf Tatmittel zu finden. Eine Rechtsmedizinerin und Staatsanwalt waren ebenfalls vor Ort und haben sich dann ein Bild von dem Toten und der Auffindesituation gemacht. Danach wurde die Leiche für weitere forensische Untersuchungen in das Institut für Rechtsmedizin der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg gebracht. Und nach den Erkenntnissen dieser Obduktion sagte man, dass klar von einem Tötungsverbrechen auszugehen sei. Die Todesursache war eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf. Zudem wurden auch noch mehrere Platzwunden und ein Schädelbruch festgestellt. Abwehrverletzungen von Tino E. wurden keine gefunden. Das ließ darauf hindeuten, dass Tino E. nicht mit dem Angriff gerechnet hat und plötzlich angegriffen wurde, vermutlich von hinten. Klar festgestellt wurde auch, dass der Fundort auch gleichzeitig der Tatort ist. Dieser befindet sich am Rande eines Feldes bei Sitsch. Was interessant dabei war, dass dieser Tatort komplett frei lag, also von den ersten Häusern von Sitsch. Und wenn man dann Richtung des Feldes schaute, konnte man alles klar erkennen. Für den Täter gab es keine Möglichkeit, sich irgendwo zu verstecken, also nicht irgendeine Hütte, Baum, Gebüsch oder sonst irgendetwas. Natürlich könnte der Täter dem Opfer unbemerkt gefolgt sein und hat ihn dann von hinten angegriffen. Aber man muss bedenken, Tino hatte seinen Hund dabei und der hätte sofort reagiert, wenn er etwas bemerkt hätte. Der Täter könnte ihm auch entgegengekommen sein und hat ihn dann unvermittelt angegriffen, sodass Tino keine Chance mehr hatte, Gegenwehr zu leisten. Am Tatort wurde keine Tatwaffe gefunden. Die gesamte Gegend, also Umgebung, wurde durchsucht und auch Taucher wurden in den umliegenden Gewässern eingesetzt, aber ohne Erfolg. Was könnte es für ein Motiv geben, Tino E. zu töten?
Dazu wurde dann natürlich die Lebensgefährtin von Tino befragt und die ist natürlich, ja, sagen wir mal, mehr oder weniger zusammengebrochen, als sie nach ihrer Rückkehr aus Ägypten hörte, was mit ihrem Lebensgefährten passiert ist. Und sie gab bei der Polizei dann an, dass Tino keine Feinde hatte. Dies wurde auch von seiner Familie und seinen Freunden bestätigt. Er war ein friedlicher und toleranter Mensch und daher ist der Mord an Tino für alle unbegreiflich. Aber es musste ja ein Motiv geben. Die Polizei hat dann das gesamte Leben von Tino E. überprüft und sie konnten kein offensichtliches Motiv für den Mord finden. Es gab jedoch immer mal wieder Ärger mit dem Ex-Partner der Lebensgefährtin von Tino. Denn dieser hatte mehrmals das Grundstück von Tino E. und seiner Lebensgefährtin widerrechtlich betreten und Streit verursacht. Und natürlich wurde dieser Mann überprüft. Und relativ zügig im November 2023 hieß es dann, dass ein Dorf aufatmet. Denn 3,5 Wochen nach dem brutalen Mord an dem 49-jährigen Tino E. auf einem Feldweg bei Sitsch hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 37 Jahre alter Mann aus Leipzig. Und der Ex-Partner der 33-jährigen Lebensgefährtin des Opfers. Er hat ein Motiv und wir haben Indizien, dass er zur Tatzeit dort sein gewesen könnte. Zudem gab es wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung, sagte der Staatsanwalt Dennis Canotta der Mitteldeutschen Zeitung. Die stichhaltigen Beweise suchen die Ermittler noch, denn der Verdächtige schweigt. Dennoch schickte ihn ein Richter am Samstag nach einer 2-stündigen Anhörung in U-Haft. Von Anfang an hatte die Polizei den 37-Jährigen, der bei einem Autozulieferer arbeiten soll, im Visier. Nachbarn der Familie Sitsch berichteten der Mitteldeutschen Zeitung von Streitigkeiten zwischen dem Sachsen und seiner Ex-Partnerin und ihrem neuen Lebensgefährten. Dabei soll es auch immer wieder um das gemeinsame Kind, eine Tochter, gegangen sein. Ja, es gab immer wieder Ärger. Doch diese Nachricht ist ein Schock. Beide waren verheiratet. Da glaubt man doch, einen Mensch zu kennen, sagte eine Bekannte der Mitteldeutschen Zeitung. Zuletzt hatte sich der Verdacht gegen den 37-Jährigen weiter erhärtet. Und Freitag früh durchsuchten Polizisten dann die Wohnung, den Garten und die Arbeitsstelle des Mannes, so sagt es der Polizeisprecher Alexander Junghans. Dabei habe man zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Der Leipziger wurde vorläufig festgenommen, verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Halle. Und vorerst sitzt er im Roten Ochsen, das ist ein Gefängnis. 6 Monate haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun Zeit, belastende Beweise gegen ihn zu sammeln und Anklage zu erheben. Nach Erkenntnissen der Rechtsmedizin wurde Tino E. mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Hatte das Opfer dem Täter den Rücken zugedreht, als der Angriff erfolgte? Ja, und da sagte man, man könne derzeit angesichts der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben machen. So sagte das der Polizeisprecher. Die Tatwaffe könnte der Schlüssel sein. Taucher haben sie ja in Gewässern und Tümpeln der Umgebung im Sitsch gesucht. Und mehrfach suchte auch ein Großaufgebot der Polizei die Gegend ab. Und zweimal baten Polizei und Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dann wurde der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter eröffnet, Mario G. In dem Prozess hatten dann mittlerweile Ermittler, Gutachter, Eltern und Lebensgefährten des Opfers ausgesagt. Aber der Fall blieb weiterhin verzwickt. Die Frage war, mordete er aus Eifersucht oder aus Angst, seine Tochter, die zu dem Zeitpunkt 9 Jahre war, an den neuen Mann zu verlieren? Die Motive bleiben unklar. Und bis zuletzt hat Mario G. jegliche Schuld bestritten. Allerdings sind die Beweise und Indizien erdrückend. Und für den Richter reichten sie aus, um ihn hinter Gitter zu bringen. Denn in diesem reinen Indizienprozess gibt es keine Augenzeugen, keine Tatwaffe, keine DNA-Spuren vom Angeklagten. Mario G. schweigt und sein Verteidiger erklärte die Anklage für gänzlich konstruiert. Feststand, Opfer und Angeklagte liebten dieselbe Frau. Anne-Sophie verließ den Angeklagten, zog mit der gemeinsamen Tochter zu Tino E. nach Sachsen-Anhalt. Das mögliche Tatmotiv, Streit im Umgangsrecht und die Absicht der Mutter, der Tochter den Familiennamen ihres neuen Mannes zu geben. Nach der Festnahme werteten Datenforensiker Handys und Computer des Angeklagten aus. Dabei stellten sie fest, dass der Angeklagte tatrelevante Inhalte googelte und den Podcast
der perfekte Mord von Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens hörte, so der Staatsanwalt. Stevens, der zuletzt in Leipzig Sänger Jill Ofarim in einem Verleumdungsprozess verteidigte, stellte in seinem Podcast und bei seinen Bühnenshows immer wieder die provokante Frage, gibt es ihn wirklich, den perfekten Mord? Der Strafverteidiger und Bestsellerautor zahlreicher True Crime Bücher sagte selbst, ganz klar ja. Teil 1 seines Podcasts drehte sich um die Frage nach dem verräterischen Handy. Am besten ausschalten, raten Experten. Und der Angeklagte Mario G. ließ sein Handy am Vormittag des Tages ungenutzt. Für den Staatsanwalt ein Indiz. Für den Verteidiger von Mario G. Humbug, der Rechtsanwalt Johann Christoph Schaar, sagte, wenn Podcast hören verdächtig macht, wären sämtliche Tatort-Zuschauer quasi Mordverdächtige. Aber die Kriminalisten fanden auch gelöschte Suchanfragen auf den Geräten des Angeklagten. Unter anderem wettern Siege und sind DNA-Spuren auf Rasen nachweisbar. Die Leiche von Tino L. wurde auf dem feuchten Rasen gefunden. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Angeklagte am Tattag mit dem Fahrrad von Leipzig nach Siege fuhr, sein Handy zu Hause ließ, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen. Doch auf seiner Radtour soll er von mehreren Überwachungskameras aufgezeichnet worden sein. Und es sind die Bilder aus Überwachungskameras, die Mario G. dann am Ende als Lügner überführt haben. Denn mit den Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras erstellten die Beamten dann ein Bewegungsprofil. Und dies beweist, der Leipziger startete an diesem 31. Oktober 2023 mit dem Rad von daheim im Stadtteil Mockau und fuhr ins 25 Radkilometer entfernte Siege, wo Tino E. auf seiner Gassi-Runde mit dem Labrador Keks auf einem Feldweg erschlagen wurde. Und da es immer wieder Streit mit dem Ex gab, haben dann Tino E. und seine neue Lebensgefährtin Videokameras am Haus installiert. Unter anderem zeigten diese Bilder einen Radfahrer, der offenbar das Grundstück des Paares ausspioniert hat. Und laut einer Gutachterin soll es sich bei diesen und anderen Aufnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit um Mario G. handeln. Am Tattag hat Mario G. dann noch das Wetter in Siege, dem 25 Kilometer entfernten Tatort, gegoogelt. Dann ist er mit dem Fahrrad dorthin gefahren und erschlug sein Opfer Tino E. im Streit. Der Mörder trug dabei neongelbe Kleidung, die auf Überwachungsbildern zu sehen ist und später auch von der Polizei sichergestellt wurde. Und besonders verdächtig war eben auch sein Verlauf bei Google. Er suchte eben unter anderem danach, ob man DNA-Spuren auf Rasen nachweisen kann. Und auch wenn Mario G. kein Geständnis ablegte und es keine Spuren von ihm am Tatort gibt, wurde er aufgrund der erdrückenden Indizien zu mindestens 15 Jahren Knast verurteilt, also lebenslänglich. Das Urteil war zu dem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig. Ob Revision eingelegt wurde, weiß ich leider nicht. Ich konnte nichts dazu finden, aber es gibt auch keine Informationen dazu, dass eine Revision stattgegeben wurde. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es dann bei dieser Strafe geblieben ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!